Atme tief, die Luft ist selten. Wer erstickt, der muss sich melden. Ja, Icke. Icke, ich habe ein bisschen Probleme mit den Bronchien. Aber heute habe ich zum Glück schon eine Schüssel Brustkaramellen gefrühstückt. Da merke ich das nicht so. Jetzt aber erstmal schnell zu Hause anrufen und sagen, dass ich gut angekommen bin. Hallo? Ach so, 20 Pfennig. Stimmt ja. Die drei. Hallo, ich bin's. Ich bin jetzt da. Genau, da. Was sagst du? Gut, tschüss. Also richtig gut unterhalten können wir uns auch nach 30 Jahren noch nicht. Ein Moment, Meister, ein Moment mal, hier bin ich ja schon. So und direkt an der Kante. Nicht wackeln. Keine Angst, ich rühre mich nicht vom Fleck. Wo sollst du denn hingehen? Am liebsten ohne zurückzuschauen, immer der Frontscheibe nach. Ach, ein Abenteurer. Sind Sie das erste Mal im Vogtland? Ja, ich... Über Neuankömmlinge freuen wir uns immer, um unseren Genpool ein bisschen aufzufrischen. Guten Tag. Wer ist denn das jetzt? Frau Neumann vom Eichamt. Unbestätigten Gerüchten zufolge soll es Probleme mit meinem Taxameter geben. Sind das Mark? Was glauben Sie denn? Ich glaube, da muss ich mal kurz mit meiner Bank telefonieren. Haha, reingefallen. Das ist unser berühmter vogtländischer Humor. Ey, Schauli, gib mir 5. Nee, du, ich schüttel lieber. Ich meine 5 Mark. Hä? Ach so. Das ist ja irre. 5 Mark bezahlt, jetzt darf ich auch noch selber schieben. Das ist ja auch kein Tesla, sondern eine... Sondern eine Sparbüchse. Nanu, warum denn auf einmal so verstimmt? Du stehst doch gerade hinter mir in der Tür. Hüstel. Hast du deine Brustkaramellen heute nicht genommen? Sag mal, wenn ich den jetzt noch austrinke, säg dich wahrscheinlich gleich 4-mal, wa? Ich sag schon mal Tschüssi. Boah, ist der sauber, ey. Leute, kommt mal alle her. Ich glaube, ich hab gerade das HD-Fernsehen erfunden. Überraschung. HD, was? HDL, hab dich lieb. Was? Das kannst du von hier aus lesen?